Also entweder es wären definitiv sehr viel mehr. Übrigens, was ich eigentlich machen wollte in den Folgen jetzt, ne, was ich nicht geschafft habe, weil ich ohne Witz jetzt exakt, genau jetzt auf die Sekunde, genau eine Stunde aufnehme. Vier Folgen habt ihr jetzt gesehen, wo ich Linien über Autobahnen ziehe. Eigentlich wollte ich das hier unten nutzen. Das, warum ich eigentlich eine Stunde laufen lassen habe vor vier Folgen. Ich wollte neue Wohngebiete erschließen, neue Gewerbegebiete, damit ich endlich zu meinem blöden Eden-Projekt komme. Aber nein! Was mache ich? Die Linien auf Autobahn! Wie viel habe ich? Oh, 11.000 mittlerweile. Das ist gut gewachsen, Gewerbegebiete. Ich würde sagen, das machen wir jetzt. So, ich mache einfach nochmal weiter. Ich weiß gar nicht, eine Stunde, ich weiß nicht ganz, wie spät es ist, um ehrlich zu sein. Habe ich hier irgendwo eine Uhr? Nö. Kann nicht sein, dass ich irgendwo eine Uhr habe. Schande über mich. So, dann machen wir jetzt das, was ich eigentlich machen wollte, was ich jetzt nicht machen kann, weil es dunkel ist. Willst du mich verarschen, ey? Wir haben jetzt, ohne Witz, 10 Monate gebraucht, um die Straßenführung zu überarbeiten. Das ist echt so deutsche Bürokratie, ne? Wir brauchen 10 Monate, um irgendeine Straßenführung zu überarbeiten. Gut. Hier, das läuft alles super, klasse, perfekt. Man könnte mal einfach mal so aus Jux und Dallerei, ne? Das ist eine 30er Straße, ne? Meint ihr wirklich, die ist so unsicher gebaut, dass man hier nur 30 fahren kann? Warte mal. Wählen Sie im Fenster, blablabla, für verfügbare Tastenkombinationen will ich alles gar nicht wissen. Lass mal unbegrenzt machen. Was ich aber mal unbegrenzt machen könnte, sind die Autobahnen, ne? Warum eigentlich nicht? Guck mal, hier ist überall 100, das kann ja wohl nicht sein. Muss ich das jetzt eigentlich überall machen? Ich muss das jetzt überall einzeln machen, ey, nee, ne? Ich setze hier einfach alles auf unbeschränkt. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Vorteile hat oder so, ne? Ob die Autos dann wirklich schneller fahren, aber... Ach Gott, das habe ich unten auch unbegrenzt gesetzt. Das mache ich mal... Hä? Da mache ich mal nicht unbegrenzt. Na, da... Ach so, will ich ja nicht. Da will ich auf 100 setzen wieder. Da, zack. Und den Rest hier setze ich erstmal wieder auf unbegrenzt weiter, zack, zack. So die Hauptautobahn zumindest, wo ich glaube, den Straßenverlauf jetzt so angepasst zu haben, dass man hier unbegrenzt fahren kann. Ich meine, Unfälle passieren hier ja, glaube ich, eh nicht, oder? Ich habe noch nie einen Unfall gesehen, deswegen glaube ich, dass es auch nicht passieren kann. So, das noch, das noch, das noch, das noch und das noch. So, da hört die vierspurige auf, das heißt... Es geht wieder zurück. Zack. 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 Boah, ich muss echt für jedes kleine Stück... Guck mal, Züge sind unbegrenzt. Für jedes kleine Stück neu zuweisen. Ne? Dass man nicht einfach rübergehen kann über die Straße. So wie auch beim Upgraden oder so. Und es wäre viel einfacher. Oder dass du einfach eine ganze Straße hier... Straßenname oder Straßenverlauf sagen kannst. Okay, die ist jetzt 100. Oder unbegrenzt eben, ne? In diesem Fall. Das wäre es ja schon mal. Ja, ich mache das jetzt eigentlich gerade bloß, weil ich warten will, bis es hell ist, um ordentlich bauen zu können. Und dann lege ich nämlich ein neues Wohngebiet an. Und ich habe da auch schon eine Idee. Das habe ich mir beim letzten Mal schon so ein bisschen ausgedacht. Ich will nicht nochmal eine Großstadt machen. Zumindest nicht gleich. Ich will eine große Neustadt machen. Die nenne ich auch Neustadt. Das habe ich mir eben gedacht. Was ist das denn da unten alles? Alles unbegrenzt. Die heißt dann auch Neustadt. Und da mache ich dann eine Neustadt. Ne, da mache ich gering besiedeltes Wohngebiet, meine ich. Es soll halt wirklich so ein bisschen... Ich weiß nicht, an was es sein soll, um ehrlich zu sein. Es ist halt einfach so eine Siedlung. Ein Vorort nicht. Ein Vorort habe ich ja schon, aber... Ja, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll. Einfach so ein dünn besiedeltes, oder dicht besiedelt schon, aber eben so ein schöner, wo man wirklich wohnen will auch. So ein schöner, schöne Neustadt, neu gebaut mit Villen und so. Deswegen will ich das alles gering besiedelt machen. So. Und wo wir schon mal gerade da sind, wo es hin soll, denn hier soll es tatsächlich hin. Ich zeige euch gleich die Stelle. Ich will es nämlich... So, ist jetzt aber wieder gut. Hier hin machen. Hier ist ja der Berg hoch. Und ich will das, ihr seht es jetzt halt nicht, deswegen sage ich, ich warte noch, bis es hell ist. Hier will ich komplett machen. Hier will ich komplett machen. Das ist alles. Die komplette Küstenregion hier, was ich freigeschaltet habe, wird Neustadt.
das wird Neustadt. Hier komplett dieser Bereich bis zum Abwasserkanal, bis ein bisschen davor. Also sagen wir mal bis hier zur Autobahnkreuzung. Das hier komplett, das wird alles Neustadt. So. Jetzt muss ich aber noch die Autobahn wieder zurückgehen. Damit das hier auch alles seine Ordnung hat, damit es auch alles gleichmäßig ist, gehe ich das Ganze oder den ganzen Weg hier natürlich auch nochmal zurück. Weil ich muss. So, was ist jetzt das Richtige? Das ist das Richtige. Zack. Boah, ist das ätzend, ne? So alles so auf unbegrenzt setzen. Oder alles hier überarbeiten allgemein. So. Deswegen werde ich jetzt hier auch nicht... Was ist jetzt wieder das Richtige? Das ist das Richtige. Zack, zack. Auch nicht weiter erstmal mit dem Traffic Manager machen. Ich habe die Kreuzung da hinten. Das war jetzt wirklich so der Hauptkernpunkt sozusagen, wo immer Stau war und wo auch noch immer Stau sein wird, glaube ich. Vor allen Dingen, wenn jetzt noch mehr Leute dazukommen und noch mehr Leute, die natürlich in die Stadt auch wieder rein wollen und so. Ich könnte jetzt schon kotzen, ne? Weiß nicht, merkt man jetzt irgendwie schon, dass die schneller fahren? Ich kann da irgendwie keinen Unterschied erkennen. Oder? Fahren die schneller? Weiß ich nicht. Ich habe echt keine Ahnung, ob die jetzt schneller fahren. So. Jetzt müsste ich doch aber gleich mal da sein. Sag mal, wo habe ich denn angefangen? Ich habe doch hier irgendwo angefangen. Da habe ich angefangen. Perfekt. So. Hauptautobahnen sind unbegrenzt. Perfekt. Auf den Stichpunkt genau wird es auch wieder Tag. So, was mir gerade auffällt, hier, das ist mir jetzt erst aufgefallen, hier fährt ein Zug drüber durch. Wie auch immer. Wollen wir den unterirdisch legen? Oder wir legen ihn einfach sehr nah an die Autobahn ran. Bringt ja auch nichts. Können wir noch gleich unterirdisch legen. Wir legen einfach die ganze Zugstrecke. Ich mache einmal Pause. Die ganze Zugstrecke legen wir einfach unterirdisch. So. Bis kurz vor den Abwasserkanal da vorne. Bis da so. Bis da legen wir den unterirdisch. Zack. Da haben wir die Gleise. So. Einmal Bild. Ab. Ich mache das mal gleich 3 ab, weil ich weiß nicht, was ich hier noch an U-Bahn oder so baue vielleicht. Wobei für so ein Vorort U-Bahn ja auch immer nicht so geil ist eigentlich. Ich meine, es passt halt einfach nicht, das meine ich damit. So. So, hier kommt nämlich ein Tunnel. Das war mir fast klar, dass mir irgendwas im Weg kommt. So. Zack, da legen wir es wieder hoch. Perfekt! So, dann liegt das Ganze unterirdisch. Der Zug wird jetzt gleich lustig. Wo ist er denn? Ist schon weg. Der müsste jetzt entweder ist er verschwunden oder ist runtergegangen. Der schwappt dann immer so. Gut. So, Neustadt. Neustadt wird erschlossen. Jetzt, hier und gleich. Erstmal mit Abfahrt natürlich von hier, damit wir es logisch behalten. Mit einer normalen Abfahrt erstmal ausweichen kann man ja immer noch. So. Das wird die Straße, die auf die Straße führt von Neustadt. So. Neustadt wird 4-spurige Straßen bekommen, weil... So. 2-spurige Allee mit dekorativen Grasstreifen und Parkplätzen. Warum ist ja eine durchgezogene Linie, frage ich mich. Mit dekorativen Parkplätze sind das eine. 2-spurig, ja, ist ja 2-spurig, okay. Das ist 4-spurig, ja, okay. Das ist breite Allee mit Busfahrspuren. Das könnte man machen, ne? Mit Busfahrspuren könnte man machen. Ich glaube, das ist ganz geil mit Busfahrspuren. 2-spurige Allee, sag mal, ja gut, ist auch egal. So. So. Machen wir erstmal. Es soll eine Neustadt. Es ist Neustadt. Das heißt, es ist ein moderner Stadtaufbau. Moderner Stadtbauaufbau geht immer damit einher, sozusagen, dass es ziemlich quadratisch und eckig angelegt ist. Das ist nur halt so. Fertig. Ich sag das so, also ist das so. Es wird relativ quadratisch und eckig angelegt sein. So. Alter, hier hinten ist ein Leuchtturm? Den habe ich noch nie gesehen. Ist ja geil, hier hinten ist ein Leuchtturm. Cool. So, ich sollte es vielleicht nicht zu nah an der Küste langführen, das bringt nichts. Klasse. Scheiße, ey. Ich kreise nochmal alles ab. Alles nicht, aber die Straße hier am Dings reiße ich nochmal ab. So. Du auch nochmal, komm schon, abreißen, du auch nochmal weg. Bus- und Taxi-Streifen.
macht nun mal bis da. So. Und dann einmal komplett bis hier hinten durch. Einfach eine schnurgerade Straße sozusagen. Ja. Really. Ist doch nicht euer Ernst hier. Also erst einmal hier ein bisschen aufschütten. Da legen die hier echt was. Ey, ich glaube das nicht. Muss ich hier erstmal ein bisschen aufschütten. So, wie viel habe ich noch Erde? Ich habe kaum noch Erde. Muss ich mir gleich ein bisschen was klauen, aber ich habe ja genug Quellen. So. Dauert immer so. Boah, er schlägt mich nicht so. Blödes Radio. So. Every Friday night, anyone who buys at least two games of bowling gets a free bowl of chili. So don't wait, book a lane now. Dann schütten wir das hier alles mal so ein bisschen auf, damit da, der da zumindest keine Brücke baut, weil das ist halt absolut Quatsch, mit einer Stadt so eine Brücke. Ne? So, hier nehme ich gleich wieder was runter. Ich sehe das schon, dass es da zu viel ist und so. So. So, dann gehe ich hier einmal ein bisschen kleiner und nehme hier wieder ein bisschen was weg. Warte mal, kann man ja auch einfach hier, ne? Zack. So, bisschen ausgleichen. Das ist das Ausgleichwerkzeug, wenn ich richtig liege. Rückerstattung kriege ich sogar. Wie geil. Ich kriege eine Rückerstattung. So. So kann man das natürlich auch einfach komplett glatt machen. Ja, gut. So. So. Ja, so sollte es... Was zum Henker? Einfach so Wellformstraße, Alter. Scheiße. Zack, so. So. Dann gucke ich mal, dass ich das hier hinkriege. Wie mach ich denn das? Mach das mal nach so. Einmal komplett so an der Autobahn langführen und ich versuche das eben jetzt, den Platz wirklich so gut wie möglich auszunutzen. Ups. So, wie mache ich denn das jetzt hier? So, manchmal. Zack. Dann gehe ich mal einmal auf Move It. So. So, ein bisschen ausrichten. Und dann machen wir mal weiter. Zack. Und das führen wir da einfach wieder daran. Und das ist auch perfekt. Das ist auch perfekt. Dann machen wir hier nämlich noch ein paar Abfahrten und Auffahrten. Die müssen natürlich sein. Einmal hier hinten natürlich. So, das ist eine Auffahrt. Kann ich das auch einfach als doppelspurige machen, bitte? Dann erspare ich mir nämlich ziemlich was. Zack, so. Machen wir es nämlich so. Und dann mache ich das hier hinten, würde ich sagen, nämlich auch als doppelspurige einfach gleich. So erspare ich mir nämlich Auf- und Abfahrten immer. Das ist immer ein bisschen ätzend sonst. So, das gleiche machen wir hier dann nämlich auch noch in der Mitte so ein, zwei Mal, würde ich sagen. Also machen wir einmal hier und einmal da. Zack. Das heißt, man kann ab- und auffahren. Nur die rechte, das ist okay. Nur die linke, nur die ist okay. Alles gut. Ich meine, ganz blöd ist das Spiel nun natürlich auch nicht. Deswegen ist das schon okay so. So, hier haben wir jetzt natürlich so ein Ding drin. Ne? Ich glaube, das kann man aber nutzen, indem man hier einfach so, ich sag mal, das hier unten einfach so dran lang führt. Zack. Zack. So, dann machen wir hier sozusagen so. Und dann das nächste ist nämlich dann hier oben. So. So. Ich meine, es wird geordnet und so, ne? Also relativ schnurgerade, aber ganz schnurgerade wäre langweilig. Ne? Ich sag's nur mal. So. Dann erstmal hier möglichst schnurgerade. Ja, ich weiß nicht, wie ich das erkläre. Also, es wird schon schnurgerade, aber es hat halt schon noch so ein bisschen Kurven, ist klar. Weil niemand kann wirklich exakt schnurgerade bauen. Das, aus der Vogelperspektive sieht man das immer ein bisschen. Wow. Nicht ganz so geil. Machen wir mal so. So. Na, komm schon. Ja, gut, machen wir so.
Ich baue jetzt wirklich nicht, also komplett, wenn ich komplett auf Effektivität machen würde, dann würde ich Move it nehmen und hier so lang ziehen, bis hier jedes Quadrat vollkommen ausgenutzt ist. Also ich mache schon nicht komplett auf Effektivität oder auf Effizienz oder wie auch immer man das sagen will. Ist klar, ne, aber ein bisschen halt schon.